müsste eigentlich gleich da sein. Ich sehe die Energie. Jetzt ist eine Werkbank. Müsste eigentlich auf die zweite Uhr jetzt dann gleich auftauchen. Da ist sie! Oh, und wir haben den Boden. Wieder runter. Wir brauchen erstmal. Wir bräuchten erstmal ein paar. Irgendwie stehen hier drei. Wir sollten die öfters mal nutzen. Wir brauchen jetzt erstmal Bücher. So. Ja, geh mal hier raus. Sonst kriege ich wieder Schaden. Danke. So, aber irgendwas wollte ich machen. Ach genau, ich wollte den Müll mitnehmen, den er mir hinterlässt. Mal sehen, was drin ist. Nichts, nichts, nichts. Ein paar Goldschwerter. Ich glaube, das können wir alles mitnehmen. Ja. Wir sehen Haltbarkeit 2, Schärfe 3, Rückstoß 2, Plünderung 2, Verbrennung 1, Plünderung 1, Nemesis der Gliederfüßer 2, Rückstoß 1, Band 2, Plünderung 1, Nemesis der Gliederfüßer 2, Verbrennung 2, Schwungkraft 1, Nemesis der Gliederfüßer 1 und Rückstoß 1, Plünderung 1, Schärfe 3, Haltbarkeit 3. Oh, das ist eigentlich richtig gut, das Schwert hier. Na gut. Reiten wir zurück nach Hause. Vielleicht ist ein bisschen Zuckerrohr wieder gewachsen. Ah, nee, es wird nicht reichen. Es wird leider nicht reichen. Moment mal. Ist das der richtige Weg? Ja, ist es. Sieht lustig aus. So. Also wir können uns nur ein Reparaturbuch leisten. Das ist bitter. Da wir ja vier bräuchten. Allein für die Rüstung. Das ist sehr bitter. Ja, und der uns das beste Glas verkauft, dieser 1 zu 5, der verkauft weder Glas, noch nimmt er noch Papier an. Das ist echt blöd. Bei dem müssten wir mal irgendwas, bei dem müssten wir mal ein bisschen investieren. Blöd wäre es, wenn irgendwann gar nichts mehr ginge. Alle Angebote ausgekreuzt, handelt nichts mehr. Aber ich glaube in dem Fall, würde ich dann sogar... Ich glaube, dann würde ich ihn töten. Oder ausstellen lassen. Denn dann ist er Nichtsnutz. In einer anderen Kleidung. Irgendwie brennen wir. So, keine Ahnung, wie die jetzt herkam. Naja. Oh, Moment mal, das ist, sind irgendwie zu viele Gegenstände. Ich glaube, ich reite mal kurz. Der Esel ist sowieso leer. Ich hole mal kurz ein bisschen Stein oder sowas. Netherziel.
Mach den mal wieder voll, dass er durchbrennen kann. Ansonsten hätten wir nämlich jetzt dann demnächst einen Kohleblock verschwendet. Das wäre ja ein bisschen blöd. Was wir vermutlich sowieso haben, da er komplett leer gelaufen ist. So, das hier. Halt, das ist drüben. Das nehme ich mit. Glas kommt hier rein. Das kommt da rein. Papier nehme ich noch mit. So, jetzt nehme ich erstmal Netherrack mit. Wir waren irgendwo hier. Oder auch nicht. Hier waren wir. Es sieht wohl wieder leer. Machen wir hier weiter. So. Verbrennt noch. Er brennt noch. Solange er noch brennt, ist alles gut. Mist. Ja, egal, dann soll halt das zuerst brennen. Es reicht auf jeden Fall für eine Weile. Ja, wobei hier auch nicht mehr so viel Platz ist. Ich nehme mal ein bisschen Stein mit. So. Jetzt hat er wieder Platz. Aber eine blöde Frage bleibt immer noch. Was machen wir? Also den Helm würde ich jetzt dann gerne verzaubern noch. Und ich hoffe, er bekommt keine Wasseraffinität. Das würde ich blöd finden. Wisst ihr was? Ich hau die Steine, hau ich jetzt hier rein. Das wird die Steintruhe. Dann kommen die da hinten raus. Und dort vorne rein. Gut, dann... Ach, Pilze wollte ich eigentlich auch noch runter. Mal nachsehen. Das machen wir auch noch. Machen wir gleich. Vielleicht sind ja Monster da. Ich sehe keine, aber eine Menge Pilze. 5 rote Pilze. 4 braune Pilze. Das geht. Stellt euch mal vor, wie viel Pilze wir kriegen würden, wenn ich das dann mal ein bisschen größer machen würde. Wobei wir auch durch die Riesenpilze ein bisschen Knochenmehl, ein bisschen Pilz und schon haben wir einen Riesenpilz, aus dem wir ganz, ganz viele Pilze kriegen. Also wenn wir mal Pilze brauchen, an sich sind die unendlich. Das finde ich schön. So, ich mache jetzt eben noch ein paar Bücher. Einfach mal auf Vorrat. So, 7 Bücher, einfach mal so. Dann kommt das Leder wieder zurück. So, die Bücher und das Papier kommen da rein. Jetzt haben wir 9 Bücher. Wir haben 32 Smaragde. Wir hätten sogar noch ein bisschen Platz hier. Ach komm, die kommen hier vorne hin. Ich brauche Lapis Lazuli. Nee, ach, der war's. Genau. Und dann verzaubern wir mal diesen wunderbaren Helm. Okay, ich kauf. Das ist saublöd. Hier hat mir Schutz 2. Haltbarkeit 1. Das ist saublöd. Okay, ich verzauber Ich verzauber den Helm nicht. Den Explosionsschutz möchte ich ja nicht. Aber ich. Vielleicht auf den. Die Beine haben wir ja schon. Also ist der Schutz 4 drauf. Das finde ich sehr schön. Dann wird der Helm komplett selbst verzaubert.
Weil die Verzauberungen, die wir kriegen würden, die finde ich nicht toll. Und dann machen wir jetzt kurz. Wir machen uns jetzt ein Diamantanisch und Diamantstiefel. So. Und vielleicht kriegen wir bei einem von denen was Tolles drauf. Schutz 3, das ist schon mal toll. Ich weiß aber nicht, was da drauf. Soll ich es riskieren? Was würden wir da kriegen? Schutz 3. Aber mit etwas Pech kriegen wir da auch irgendwas Blödes. Ach. Nur Schutz 3, okay. Das ist zumindest nichts Blödes drauf. Ich bräuchte noch 2 Level, dann könnte ich den Harnisch auch mal kurz verzaubern. Der kriegt ja auch sicher Schutz 3. So, die Diamanten kommen wieder zurück. So. Dann. Irgendwas wollte ich machen. Ich hab's vergessen. Wir könnten etwas in den Ofen tun hier. Das ist ein rohes Rindfleisch. So, ein bisschen was in die Spitzhacke, ein bisschen was als Erfahrungspunkte, das finde ich schön. So. Kommt das weg? Also wir bräuchten mehr Reparatur, also... Ich würde aber trotzdem gerne weiter vorbereiten. Wir brauchen ja Level. Wisst ihr was? Ich suche uns jetzt schon mal das zusammen. Das ist hier für den Helm. Das ist für den Helm. Das bleibt jetzt mal. Oder ich mach's hier. Helm kommt hierher. Also das hier ist für den Helm. Für den Helm kriegt diese Verzauberung. Und dann haben wir Schutz 4, Haltbarkeit 3, Atmung 3. Das ist ja schon. Es kommt noch eine Reparatur dazu. Und dann kommen jetzt hier die Verzauberungen für das nächste. Zum Beispiel für den Brust, für die Hose mal. Für die Hose. So, was kommt für die Hose? Da sehen wir jetzt mal nach. So, ich habe gerade wieder Standbild. Ich mache nur kurz das Minecraft-Wiki her. Na, jetzt starte ich endlich. So. Minecraft-Wiki. So, ich könnte eigentlich schon mal umschalten. Hier. So, Verzauberung. So, was möchte ich auf die Hose drauf? Also ich möchte auch wieder Schutz drauf. Das ist sicher. Dornen möchte ich ehrlich gesagt nicht. Haltbarkeit. Und Reparatur. Reparatur müssen wir uns da noch kaufen. Also nur Haltbarkeit noch. Das war's? Da würde höchstens noch Dornen draufgehen. Schutz 4 haben wir schon, also bräuchten wir nur noch Haltbarkeit. Ich
hatte doch irgendwo eins mit reiner Haltbarkeit, oder? Oder allgemein suche ich jetzt einfach mal nach Haltbarkeit der Zauberung, die wir haben. Dann wird da die nämlich. Oder was haben wir? Ah, okay, wir haben Explosionsschutz. Da, das ist sau blöd. Aber dann. Oh nein, Explosionsschutz? Ich habe vergessen umzuschalten. Ihr habt jetzt die ganze Zeit nur das hier gesehen, glaube ich. Explosionsschutz geht auch maximal 4. Das heißt, wir haben eine der besten Hosen. Abgesehen von Dornen noch, könnte man noch drauf tun. Na gut. Also, Haltbarkeit. Haltbarkeit. Haben wir doch hier sicher irgendwo. Hier mehr Haltbarkeit und Stärke. Hier mehr Haltbarkeit. Ja, gut, Haltbarkeit und Schutz möchte ich aufheben. Bann und Verbrennung. Ich glaube, ich nehme das hier her. Dann kriegt das also diese Verzauberung drauf. Stärke ist dann zwar umsonst, aber wir haben so viel Stärkeverzauberung, da ist es egal. So, was kommt auf die Schuhe als nächstes? Da sehen wir mal nach. So, also Schuhe natürlich auch wieder Schutz. Schutz. Federfall nicht. Wasserläufer hätte ich gerne drauf. Eisläufer nicht. Das machen wir ein andermal. Ja, Haltbarkeit und Reparatur. Reparatur kaufen. Also brauchen wir Haltbarkeit, Wasserläufer und Schutz. Haltbarkeit, Wasserläufer und Schutz. Schutz 3 haben sie schon drauf. Also brauche ich noch... haben wir irgendwo Wasserläufer?